Hallo, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Jo, so, eigentlich müssen wir im Prinzip im Moment nur warten. Ja, unsere lieben kleinen Dorfbewohner sind ja dabei, gerade die Taverne aufzubauen, also eine zweite Taverne, und die Abtei fertigzustellen. Ja, hier das Kloster und hier eben halt die Taverne. Ich bin mir gerade nicht wirklich sicher, inwieweit es gut ist, noch mehr zu bauen. Ich denke, sie sind eh schon sehr beschäftigt und haben eine ganze Menge zu tun. Oh, Glasmanufaktur. Das Kante schützt tatsächlich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Das habe ich schon dahin gepackt. Ach, die Stonegate-Mod. Okay, das lassen wir mal. Die machen wir mal schnell wieder weg. Ja, genau. Von daher... Ich denke, jetzt an und für sich irgendwas Neues bauen werden wir erstmal nicht. Ich habe jetzt gerade tatsächlich auch wirklich überlegt, okay, die Beeren gehen halt wirklich zur Neige. Zum einen haben wir aber im Moment wirklich nicht besonders viele Dorfbewohner. Es ist zwar garantiert, dass wir noch ein, zwei Dorfbewohner dazu bekommen innerhalb von einem Tag, ne? Aber naja, in Galant ist es nett und wir bräuchten hier halt auch noch Leute. Das Einzige, was ich so ein bisschen, ja, scheinbar muss ich erst arbeitslose Dorfbewohner dahin schicken. Und das scheint erst zu funktionieren, wenn die tatsächlich komplett fertig ist. Und dann ist eben immer noch die Frage, hier steht ganz eindeutig, er wird nur noch für dieses Kloster leben und arbeiten. Darf der dann... trotz der Mod nun hier noch auf den Marktplatz gehen oder brauchen wir dann tatsächlich für diese Abtei selbst auch nochmal die Möglichkeit, einfach einen kleinen Marktplatz, Gemüsestand, Brunnen, müssen wir das alles dann wirklich tatsächlich ja nochmal neu aufbauen? Also, so richtig zufrieden bin ich natürlich dann dementsprechend nicht so ganz, ne? Zumal so einen Marktplatz gibt es hier jetzt eigentlich nicht, ne? Also zumindest habe ich bisher noch keinen wirklich entdeckt. Lassen wir uns mal überraschen. Mal gucken, was das so wird. Ja, hier habe ich mal Random House rausgenommen. Fand ich ganz hübsch, habe ich deswegen dahin platziert. Hat bisher noch keine weitere Bedeutung. Lassen wir einfach erstmal da stehen und links liegen und interessiert erstmal nicht. Um nochmal zurückzukommen auf das Bärenproblem, wir brauchen definitiv mehr Bären. Ne? Ich meine, das ist nur mal die Hauptressource, das ist das, was die Leute auf alle Fälle wollen, sonst hätten wir nämlich nicht so viel Fisch, nicht so viel Geflügel und so weiter, ja. Die wollen halt die Bären. Jetzt ist eben halt schon so ein bisschen, wir brauchen definitiv noch mehr Bären. Wir haben hier die große Insel, die geht aber darüber. Wir haben da hinten irgendwo nochmal Bären. Das ist so der Bereich dann, ne? Also man könnte durchaus überlegen, dass man hier tatsächlich dann im Teil noch eine Bärenfarm macht oder hier, wobei es dann früher oder später wahrscheinlich auf beiden Seiten nochmal eine Bärenfarm geben wird. Ja, es ist halt die Frage, ist es jetzt wirklich so dringlich? Ich denke nicht. Ja, jetzt haben wir vier Dorfbewohner, ne? Also eigentlich wollte ich ja mit der Weinproduktion starten, die Taverne dann, ne? So ein bisschen, deswegen, ja, es läuft halt ein bisschen schleppend. Das ist schon etwas schwierig, aber das geht dann schon. Muss man dann halt einfach nochmal ein bisschen abwarten. So. Tja, was machen wir denn halt heute? Ich habe selber gar nicht so groß die Ahnung. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen das laufen lassen und mal gucken. Ja, wie schnell die Leute doch sind. Ne? Nicht ganz so schnell, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber gut. So, von daher werden wir mal schauen, ob wir irgendwo ein bisschen was dekorieren können. Ich bin mir selber noch nicht so ganz schlüssig, was ich hier jetzt denn eigentlich dann, ja, wirklich noch. Ich meine, man kann hier halt schon nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht können wir hier ein Zäunchen setzen. Vielleicht gibt es da irgendwie so ein kleines bisschen was, was so ein bisschen... Abtrend. Das ist gelb, ne? Das ist blöd. Ja, aber einfach so ein bisschen
Ja, sieht mehr gewollt wie gekonnt aus, aber ja. Ist jetzt natürlich nicht ganz so. Ah, ist alles nicht so einfach, ne? Ja, hier ist noch eine ganze Menge Platz. Ich hatte, glaube ich, hier ursprünglich mal geplant, nochmal einen, wegen dem Lagerhaus nochmal so ein bisschen ja, mehr zu bauen. Ich glaube, hier die Tür ist auf der Seite gewandert, ne? Ja, das ist aber, glaube ich, beides tatsächlich nur. Genau, das ist beides Lagerhaus. Keine Nahrungsmittel. Ich denke, die braucht man hier auch nicht unbedingt. Ja, aber dementsprechend, ich würde es jetzt, glaube ich, auch gar nicht wirklich größer machen. Wir haben ja hier hinten angefangen, so ein bisschen Lagerkapazitäten zu errichten, ne? So das ganz große Lagerhaus hier hinten, damit die Leute zwar an und für sich länger laufen, um es ins Lager zu bringen, aber die Lagerkapazitäten besser verteilt sind, ne? Das ist einfach, ja, auch die Leute, die hier hinten wohnen und arbeiten, dass die nicht so weit laufen müssen, ja. Die Träger, ich denke, das ist jetzt halt, ja, ein geringes Übel. Hm. So, ich sehe gerade, die hier ist ganz schön voll. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie voll ist die hier? Die ist nicht ganz so voll, birgt aber tatsächlich weniger Kapazität. Mhm, okay, interessant. Ja, gut, aber eigentlich wollte ich nicht noch mehr, ne? Die ist natürlich sehr schön, da muss man dann mal gucken. Also bisher gab es keine Beschwerden über die Kirche, so wie sie jetzt halt ist. Ich denke, am wichtigsten ist eben halt, dass wir das alte Ding hier abreißen. Und das Ding müssen wir im Teil auch ein bisschen wegmachen. Aber ich denke, nur einschränken. Gut, die zwei Marktplatz-Dinger. Ja, kann man drüber reden, denke ich. Kann man drüber streiten. Muss man dann einfach ein bisschen gucken. Hier sind noch genug Leute drinnen. Ich kann tatsächlich nicht sagen. Ne? Es regnet jetzt halt. Ne? Regen heißt immer, ja, die Menge an Beeren ist nicht genug. Ja, der Regen sagt ja auch schon, es wird weniger Beeren geben. Ne? 50% reduziert, das ist verviel, ne? Das ist wirklich echt. Vorher in einem Monat 100 gesammelt, sammelst bloß noch 50. Hm, könnte knapp sein. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wirklich viel haben wir nach wie vor noch nicht gemacht. Hier laufen sie ganz schön knapp. Hier fände ich tatsächlich ein bisschen Dekoration gar nicht so schlecht. Und wenn es eben halt bloß so ein paar. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie. Ah, der ist so groß, ne? Ich würde hier halt einfach gern so ein bisschen. Eine kleine. Ne, so ein bisschen Grünfläche hin tun. Dass das einfach, ja. Damit die nicht ganz so knapp ans Hausraum laufen müssen, ne? Uiuiuiui. So. Gucken wir mal. Ne, verteilen wir das hier einfach ein bisschen. Sieht wahrscheinlich ganz seltsam aus, aber. So. Haben wir hier denn noch was anderes Schönes? Das ist jetzt dann nur das Gras. Nö, das ist okay so. Ne? So passt es, glaube ich, dann doch sehr viel besser. Ne? Da müssen sie ein bisschen weiter rumlaufen. Ja, dementsprechend, ja, fände ich es eigentlich auch ganz schön, wenn wir das hier tun würden. Ah, hier haben wir die Fantasy Decoration Mod. Die wollte ich eigentlich nicht. Haben wir da nicht? Genau. Das ausgefallene Naturpaket. Aber da sind die Büsche immer so groß. Hm. Aber wir müssen ja gar nicht unbedingt sowas Großes nehmen. Wir können ja auch wirklich einfach mal sagen, wir können so ein paar kleine. Okay. Es ist halt super schade, ne? Dass die hier halt tatsächlich ja total gleich sind, ne? Dass es da keine Unterschiede gibt. Das finde ich persönlich schon ein bisschen schade, aber gut. So, hier nochmal ein paar von den bunten Lupinen hin, aber sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, ne? Dafür, dass es immer eigentlich dreimal das gleiche ist, kann man durchaus so stehen lassen. Es ist hier die Rundung ein bisschen. Da müssen wir mal gucken. Da werden wir auch nochmal eine hinpacken.
zur Wiederholung. Kann man da nochmal eine hinsetzen? Weiß ich nicht. Naja, vielleicht schon, hä? Und dann einfach nochmal da eine hin. Ja. Ja, es ist schon besser, ne? Es wirkt auch so ein bisschen freundlicher. Gerade jetzt, wo es halt wirklich so mega trüb ist, ja, finde ich so ein bisschen Farbe in dem Ganzen durchaus sehr reizend. So, wir haben hier noch eine ganze Menge Platz. Ja. Wahnsinn, wie viel Platz hier eigentlich ist, ne? Daher machen wir da einfach auch noch ein bisschen. So, gucken wir mal, wir haben doch hier genau. Dann schauen wir mal auf die. Da sind sie. Ich habe jetzt hier rosa genommen. Bleiben wir mal bei so dem Lila. Greifen wir so ein bisschen die Farbe der Lupine auf, ne? Wir haben ja hier Lila, Rosa, Gelb, Rot. Von daher dürfte das eigentlich. Ja, was heißt eigentlich? Es sollte schon gut ausschauen, wenn man einfach so ein bisschen bei den Farben bleibt. Nein, Kira, das ist. Manchmal ist es tatsächlich echt schwierig. So, wir haben jetzt 8 Leute dazu bekommen. Das ist sehr schön. Die gucken wir mal, inwieweit wir die jetzt dann auch wirklich nutzen können. Vielleicht geht da ja schon ein bisschen was. So. Naja. Ja. Muss halt doch noch mal ein bisschen mehr passieren. Ne? Auch hier bei dem Schuster, da ist jetzt noch nicht ganz so viel. Es sieht jetzt halt alles noch recht offen aus. Ne? Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das dann am besten umsetzt. Und tatsächlich erwäge ich hier eher eine Hecke. Oder weißt du, was wir machen? Wir machen das so. Wir haben doch hier. Oh, das haben wir doch mal schon hier, genau. Da. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Da. Und da. Das würde ich tatsächlich lieber so machen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, also das muss definitiv damit rein. Das muss ein bisschen höher. So. Oder wir machen es tatsächlich dann so, dass wir das hier hinten hinpacken. Könnte man auch tun, dass wir das so zusammen machen. So. Genau. Und dann setzen wir nämlich das Holzzäunchen. So, jetzt genau da rein. Dann wirkt es nämlich total schön. Und dann packen wir da jetzt gleich Büsche rein. Und noch so, oh ja, so ein Zypressenbäumchen. Wenn es nicht wächst, reiße ich es wieder ab. Weil das finde ich tatsächlich nicht so schön, wenn ich da jetzt einen Baum reinstelle und der wächst einfach nicht. Das, ja, ist irgendwie blöd. So. Naja, und dann packen wir hier so ein paar Zierbüsche hin. So, dann machen wir noch einen hin. So, genau. Dann holen wir uns wieder eine frische Natural Decoration Mod. Und hier, ja, darf ruhig meines Erachtens. Ah, das ist zu groß. Nee, das schaut dann nicht schön aus. Wenn du hier wirklich die Zypressen hast, die dann vielleicht ja doch wachsen, mal gucken.
Dann brauchst du was Kleineres, ne? Was nicht so, was auch so zwischen den zwei Zypressen ganz gut hervorsticht, ne? So ein, der Lavendel, das ist zum Beispiel wirklich eine schöne Sache. Das könnte tatsächlich gut wirken. Und dann nehmen wir die Kornblume noch mit dazu. Rosa, lila, blau. Ich denke, das ist dann doch schon eher das, was dann wirklich wirkt. Dann verteilen wir das hier so ein bisschen. Warum auch immer ich jetzt nicht gescheit gedrückt habe. Normalerweise hätte das eigentlich ein weiteres geben sollen. So, jetzt ist besser, genau. So. Ja, wenn die Zypressen dann ein bisschen größer sind, das sieht schon schön aus. Also mir gefällt es so. Ja, es ist, bringt so ein bisschen Farbe in das Ganze. Besonders jetzt, wo es halt so regnerisch ist und trüb, freut man sich dann doch über ein bisschen Farbe. So. Hier sind sie gefühlt irgendwie noch nicht sehr viel weiter. Also sie haben schon wieder ein bisschen was gearbeitet, aber es ist halt, ich weiß gar nicht, warum die das so extrem langsam machen. Das ist mir so ein bisschen schleierhaft, ne? Ich meine, eigentlich haben wir hier ja auf alle Fälle die drei von dieser Bauhütte. Und hatten wir nicht hier hinten irgendwie auch nochmal eine? Oh ja, gut, die ist schon weit weg. Okay. Aber wisst ihr was, dann mache ich das jetzt tatsächlich so, dass ich hier jetzt nochmal eine hinbaue. Vielleicht wirklich sogar hier mit dazu. Ich meine, da kommt ja sowieso noch mehr, ne? Von daher würde ich mir das jetzt tatsächlich einfach mal erlauben. Wir gucken uns das ein bisschen an, wie wir das am besten positionieren. Oh, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Schon mal ein ganz guter Anfang. Ich denke, ich würde es noch einmal ein bisschen drehen. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Was immer so ein bisschen schwierig ist, ne? Mit dem nicht zu viel, nicht zu wenig. Ah, hat es geklappt? Ja. Also jetzt schaut es auf alle Fälle so aus, als ob das da eingebaut ist. Das Ding ist noch komplett da. Also das passt mir. So, und dann sollen wir die Glasmanufaktur vielleicht mit hier hinbauen? Geht das? Was ist falsch rum? Nein. Dann müssen wir das natürlich so machen. Wie ist das denn so? Wir müssten mit dem eigentlich nochmal ein ganz kleines Stückchen vorkommen. Aber jetzt haben wir hier wieder zu viel, oder? Alles geht. Es ist okay, würde ich sagen. Aber sonst hast du hier hinten die Hecke. Ob wir die Hecke dann behalten oder nicht, spielt da für mich tatsächlich echt keine große Rolle. Ah, jetzt ist besser. Drüben sieht man das Ding auch noch. Ja, okay. Ja. Doch, das ist für mich in Ordnung. Wie gesagt, schön ist eben halt einfach, dann hast du hier eben halt die Möglichkeit, das Glas herzustellen für diese Glasmonumente. Unter anderem eben halt auch, ich glaube, du kannst bei dem Kloster kannst du auch noch diese Glasfenster oder was ranmachen, ne? Von daher schon praktisch. So, dann stellen wir hier gleich mal drei Leute ein. Irgendwann kommen dann auch die nächsten Beförderungen, da bin ich mir ziemlich sicher. so, von daher. Aber es ist halt schön, weil du dann, wenn das hier mal fertig ist, das schaut einfach, ja, schon. Ich glaube schon, dass es gut ausschauen wird. Ja, mauertechnisch. Du hast schon wieder hier Dinge angefangen, die nicht sein sollten. Ich meine, hier kommt der Eingang hin, ne? Da haben wir gesagt,
Wir wollen hier gucken, dass wir so ein bisschen... Die werden sich schon umgucken, wenn ich jetzt hier zumache, ne? Müssen sie mal ganz schön außen rumlatschen. Aber auf der anderen Seite, das ist ja eigentlich auch das, was ich gern gewollt hätte. Dass sie halt einfach nur da langlaufen, wo sie auch wirklich langlaufen sollen. So ein bisschen Päuschen dazwischen machen, dass man das dann auch ein bisschen abrunden kann. Aber das ist genau das, was ich ja wollte. Ne? Ich wollte halt so einen abgetrennten Bereich haben, klostermäßig. Ne? Warum auch immer die hier jetzt nicht so zusammengehen, das weiß ich jetzt nicht, weil eigentlich der Weg führt doch daneben, oder? Naja, dann... Ich es fast schöner fände, wenn sie hier so lang laufen würden und nicht so hier bei dem Felsen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Feintuning. Das muss man dann einfach ein bisschen beobachten und gucken, wie das dann, wenn es fertig ist, wirklich ja funktioniert und ne. Muss man mal schauen. So, die Glashütte ist auch schon fertig. Ziemlich cool. Schönes. Na gut, wir könnten den Baumeister reintun, aber ich denke, wir brauchen keinen. Sollten wir mal Buntglas brauchen, würde ich einen von den dreien einfach rüberstecken. Ja, für die Zeit, wo es eben halt dieses Buntglas herstellt. Und danach geht er wieder zurück. Ja, aber ich, also hier, das ist cool. Ne? Ich finde auch in Ordnung, dass hier ein Hintereingang ist. Gefällt mir gut. Jetzt haben wir eben halt hier die Möglichkeit zu sagen, entweder macht man halt vielleicht, ja, wie so ein kleiner Platz vielleicht, ne? Wenn du sagst, du machst jetzt hier einfach. So, warte mal, so mal ein bisschen. Viel weiter will ich gar nicht nach hinten gehen. So. Ne? Und dann brauchen wir hier unsere. Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Buch nehme. Eine seltene, seltsame Geschichte. So, die Fantasy Decoration Mod. Ich glaube, die hat ja. Na ja, guck mal, die hat hier so schöne Blumentöpfe. So. Dann machen wir mal so und dann holen wir die Hecke mal nochmal ein Stück zurück, damit es eben... Also manchmal... Weiß ich nicht, manchmal ist es schon... echt anstrengend. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier nicht die Möglichkeit hat, einfach dahin zu gehen. Danke. Und dass man immer erst meckern muss. Ich verstehe es nicht. So. Gut. Dann haben wir doch hier eigentlich auch Protokolle, Grabsteine, Fenster, Türen, nee, Kisten, auch nicht Möbel, ne? Haben wir da nicht? Genau, da haben wir nämlich die Steinbänke. Oder würde ich, glaube ich, tatsächlich auch sogar die Steinbänke nehmen. Ich könnte mir vorstellen... Ah ja, okay. Na gut, zwei könnten... sind wahrscheinlich zu viel. Gerade festgestellt, dass das mit der Schräge nicht ganz so einfach ist. Deswegen drehe ich das jetzt einfach mal um. Dann sitzen die hier oben ein bisschen erhöht. Das ist aber nicht schlimm. So. Ne? Dann machen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Grasentfernung. So.
brauchen wir natürlich noch ein paar Blümchen. Weiß und rot vielleicht sogar. Eins. Zwei. Dahin. Ich hätte es gerne in die Mitte. Danke. So, und dann gleichzeitig weiß. Genau. So, und dann? Ja. Machen wir hier mal noch so einen Fahnen hin. Ich glaube, das ist sogar relativ typisch für so kleine Plätze. Da gibt es immer irgendwie so ein paar Pflänzchen. So. Und jetzt machen wir hier mal nochmal so das ein oder andere Büschlein hin, um das nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, dass hier ein Weg ist. Das würde ich tatsächlich fast offen lassen. Also wir gucken uns das mal an. Es geht halt nicht. Warum nicht? Notwendige Teile fehlen. Hä? Wieso? Warum fehlen da notwendige Teile? Seit wann denn das? Hey! Oh nein, warum geht es nicht? Was für Vorabkosten? Es wird doch gar kein... Es wird nichts... Ist irgendwie, ach, sowas macht mich fertig. Warum geht es jetzt nicht? Das ist mir ein Schleier und Rätsel. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich das jetzt nicht... Ich bin völlig planlos. Keine Ahnung, warum man jetzt hier so ein Problem damit hat. Liegt es jetzt hier an den Steinen? Nö, daran liegt es schon mal nicht. Okay. Ist es, weil das Ding hier vielleicht zu hoch ist? Nee, aber das ist ja auch nicht. Ach, komisch, ne? Okay, na gut, was soll ich jetzt machen, ne? Mal gucken, ob er sich nachher ausgesponnen hat. Mal schauen. Fast fertig. Juhu! Oh Gott, und ich sehe gerade, ne? Ich überlege die ganze Zeit, ich habe die Zeit nicht im Blick gehabt, nicht? Ich überlege die ganze Zeit so krass, okay? Es fühlt sich so kurz an. Jetzt gucke ich gerade drauf. Oh wow, wir spielen doch schon 27 Minuten. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Und trotzdem ist weder Taverne noch Kloster fertig. Nein! Oh, ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Das ist tatsächlich echt nicht schön, muss ich gestehen. So. Ah, hier könnten wir uns theoretisch die nächste Folge mal so ein bisschen beschäftigen. Und nochmal ein paar... Oh, gucke mal. Nochmal so ein paar Türmchen hinpacken. Denn ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass so schatzkammertechnisch wir garantiert sehr viel Freude daran haben werden. Obwohl es halt auch irgendwie seltsam ausschaut, wenn du dann plötzlich so einen Turm hast. Naja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. So, jetzt aber erstmal. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bleibt schön gesund und munter. Und dann, jo. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann und ciao, ciao.